Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja Leute, wir haben neue Informationen zu dem Winter-Event, was diese Woche Donnerstag, also am 1. Dezember erscheinen wird. Mit einem Adventskalender, mit vielen neuen Pets, Minispielen und noch mehr. Heute schauen wir uns alles an, was wir wissen und was wir noch bekommen werden, Leute. Ich habe sehr, sehr viele Informationen und ein neues sagenhaftes Pet, was einfach richtig, richtig cool aussieht. Dazu mehr in diesem Video, auf jeden Fall einen Daumen hoch, falls es dir gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert auch im Kanal einen coolen Roblox, würde es mir so passen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Leute, hier schneit es jetzt auch schon. Ja, Leute, das Winter-Event, was ja, wie gesagt, am 1. Dezember kommen wird, wird ganze 5 Wochen gehen. Ja, Leute, 5 Wochen. Das ist länger als ein ganzer Monat, was einfach mega, mega, mega krass ist, muss ich mal sagen. Also, das ist schon wirklich richtig, richtig cool. Und ja, Leute, wir werden jede Woche ein neues Update bekommen mit 9 Minispielen, 9 Pets, 9 Pet-Accessoire, 9 Fahrzeugen und noch mehr. Und das ist auch richtig nice. Das ist sogar länger als das Halloween-Event. Einfach 5 ganze Wochen. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal, Leute. Gerade haben wir Schnee. In 23 Stunden haben wir dann nochmal Sonne. Und dann in 47 Tagen erst kommt dann wieder die Wüste. Das heißt, geht auf jeden Fall richtig, richtig, richtig lange. Ja, Leute, ich habe schon Bilder, beziehungsweise sogar ein Video zu einem neuen sagenhaften Pet bekommen. Außerdem noch zum Adventskalender und noch einer weiteren Sache. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. So, Leute, hier haben wir den Adventskalender. Den habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Der 25. beziehungsweise der 24. Preis wird hier noch quasi zensiert von dem Yeti. Aber so sieht er aus. Und wie wir schon im Hintergrund sehen, Leute, haben wir ganz viele pinke Bäume. Hier ein neues Video, was ihr noch nicht gesehen habt, beziehungsweise was mir auch neu ist, Leute. Wir haben ein riesiges pinkes Schloss. Alles ist schön in pink gehalten. Hier haben wir so einen Weihnachtsmarkt-Astik. Und da, Leute, sieht man auf jeden Fall so kleine so Wingschläge. Und es sieht mir nach einem Drachen aus, Leute. Wenn wir etwa noch einen Drachen ins Spiel reinbekommen, oder wird das ein anderes Pet sein? Es sieht auf jeden Fall nach einem Drachen aus. Oder eventuell nach was anderem mit Flügeln, Leute. Und der Schweif hier. Aber das ist so ein kleines Easter Egg, was nicht jeder sieht, Leute. Aber wir haben es gesehen, wir als Adopt-Me-Community, wir als der Jojo Army. Und wie gesagt, Leute, am Donnerstag können wir das Ganze schon sehen. Und jede Woche werden wir neue Minispiele, neue Pets und neue Sachen dazu bekommen, was auch richtig nice ist. So, Leute, und der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, am 1. Dezember kommt dieses legendäre Ice Morph Dragon ins Spiel rein. Und es sieht mehr so aus wie ein Unicorn anstatt ein Dragon, Leute. Aber schaut euch das mal an. Wie cool ist das denn bitte? Und der Schweif dahin sieht fast so aus wie das, was wir eben gesehen hatten, nur in blau anstatt rot. Kann auch sein, dass es 2 Versionen gibt, kann auch sein, dass es einfach nur umgefärbt ist, kann auch sein, dass es ein komplett anderes Pet ist. Aber Leute, wie findet ihr dieses Pet von einer Skala von 1 bis 10? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich bin sehr auf die Neon-Version gespannt. Ich denke mal, hier das hellblaue wird quasi leuchten. Sieht mir aber mehr so aus wie so ein Butterfly-Flügel anstatt nach einem Drachen. Aber es sieht trotzdem dennoch mega, mega cool aus. Das war es jetzt auch schon quasi mit den Sachen. Ein neues Minigame ist auch bestätigt, Leute, und zwar das Eisschuhlaufen. Das kennen wir aber von allen Jahren quasi. Die anderen Minigames kennen wir noch nicht. Die werden wir allerdings in den nächsten Tagen auch herausfinden, was es für Minigames geben wird. Da bin ich auch mega, mega gespannt drauf, Leute. Darüber werde ich uns natürlich immer auf den aktuellen Stand halten. Das heißt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, um das Ganze nicht zu verpassen, Leute. Wie gesagt, wie findet ihr das neue Patch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir kriegen einen Adventskalender, wird richtig, richtig, richtig cool. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!